Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in mein Kalinkas Vorratskeller und möchte gerne euch zeigen, was wir dieses Jahr eingekocht haben. Aber ich habe natürlich auch Gläser, welche auch von letztes Jahr noch übrig geblieben. Nicht alles wurde aufgegessen. Und natürlich stelle ich auch immer so ein paar Gläschen von unterschiedlichen Gerichten einfach an die Seite, dass ich mal kann ein bisschen testen, wie lange können die meine Gläser halten. Weil manchmal kommt skeptische Fragen, ob sowas lange hält. Die meine Methode, wie ich es einkoche oder heiß abgefüllt oder mit zwei oder dreimal übergießen, heiß übergießen, doch das funktioniert und das mache ich mein ganzes Leben und ich bin schon nicht so ganz jung, deswegen habe ich schon auch meine Erfahrungen. Und was könnte ich noch dazu sagen zu unserer Regale? Die Regale haben wir jetzt ausgetauscht, weil wir hatte hier so eine holzgepresste Regale und die in diese Keller haben nicht lange gehalten, haben die angefangen Feuchtigkeit sich reinziehen und jetzt haben wir eine große Metallregale hingestellt und sortiere ich auch schon so, dass ich eigentlich weiß, was und wo steht auf meine Regale. Aber ich führe auch trotzdem so ein wie eine kleine Buchhaltung. Und den Tipp habe ich bekommen von meiner eine Zuschauerin, weil früher habe ich immer so eine Liste gemacht für ein Fach. Jetzt habe ich mir gemacht alphabetisch Liste von A bis Z. Und stehen meine ganze eingekochte Sache, was ich da gemacht habe und wo die stehen. Ja, wenn wir dann zum Beispiel was nehmen, Zucchini, Salat, steht auf 1a links und da gehe ich und weiß ich, dass hier habe ich ein Zucchini-Salatglas und das ist ein Zucchini-Salat von 21. Liebe Freunde, und schaut, wie gut sieht er aus. Die Farbe von dem Zucchini, von dem Gemüse, alles erhalten. So lange steht der Glas. Aber den werden wir jetzt langsam schon aufmachen. Er hat sich bewiesen, es kann lange stehen. Und in diese Kisten, was ich hier habe, das ist auch so gedacht, wenn ich was Neues einkoche, stelle ich gerne erstmal in die Kiste und beobachte so 2-3 Wochen von der frischen Gläser. Ob alles in Ordnung, wenn ich runterkomme, schaue immer nach dem Deckel, aha, alles angezogen, perfekt. Aber wenn mal sowas hätte passiert, dass auf einmal ein Glas aufgegangen ist, dann hätte ich dann Sauerei auf dem Regal. Sonst bleibt dann hier in der Kiste. Und das finde ich auch Vorteil, wenn ich mal wie von hinten was raushol, dann kann mir auch Kiste einfach vorziehen und von da raus nehmen. Dann muss ich nicht unbedingt ganz nach hinten kriechen, weil die Regale sind wirklich sehr, sehr breit. Und ganz unten bei mir stehen nur die Kiste mit Deckel von den Gläsern, dann leere Gläser. Und so eine Kiste, welche kann man besser rausnehmen, dass da nicht irgendwie Schimmel bildet. Kann man immer so besser schnell alles auswischen, die Regale, das ist auch bequem. Und in diese untere Regale, das sind die von dieses Jahr angekochten Sachen, das ist das Kürbissuppe aus meinem riesigen Kürbis, habe ich ähnliche Gläser hier gemacht, da kann noch zwei oben stehen, kann man auch schon reinstellen. Und auch habe ich Saft gemacht, Kürbis-Apfelsaft, schaut, auch sehr, sehr lecker. Meine Enkelkinder mögen das sehr gerne. Was kann ich noch dazu sagen? Ich stelle auch meine Gläser so ein bisschen, dass ich zum Beispiel hier diesen Bereich, ist alles so mit Tomaten zu tun und Tomatensoße, Ketchup, so eine Sache. Da sind die dann in einem Regal, dass ich nicht überall suchen muss. Wenn ich gehe zu den Gurken, kleine Gurken für Salat, Scheiben, ob das Viertelgurken, stehen dann auch in dem gleichen Bereich, dass ich nicht so viel suchen muss. Nun, wie gesagt, wenn ich was Neues mache, aha, jetzt habe ich hier drei Gläser nur von den Tomaten.
mit Kräutergewürz hier angemacht, habe ich einfach die dazu gestellt, weil es passt auch dazu, wie diese zum Beispiel Salat. Ja, und außerdem, dieser Salat ist mit Öl gemacht. Zucchini, Gurken und Paprika. Und oft sagen die, muss man da Öl? Wird das überhaupt halten? Wird es nicht ranzig? Nein, wird es nicht. Und hält es sogar nicht mal ein Jahr. Hält auch länger, wenn das muss. Aber solche Sachen, die gehen im ersten Jahr alle weg, weil es so lecker ist. Natürlich habe ich auch solche Sachen, was ich, wenn ich kaufe, wie so zum Beispiel Erbsen oder Mais oder Bohnen, weil es so bequem, so eine kleine Döschen, wenn man Salat macht, dann stelle ich dir auch diese gekaufte Sache alle bisschen in eine Ecke. So, hier habe ich auch die Mahlzeit im Glas, Kohl mit Reis oder hier Wirsing-Eintopf mit gehacktes Klößchen, Kartoffel, Möhrchen. Das ist auch sehr perfekt, wenn wir zum Beispiel im Garten arbeiten. Dann nehmen wir so ein Gläschen, machen wir da warm auf dem Campingkocher und dann können wir weiterarbeiten. So, hier habe ich auch noch Gläschen von meinem Rosenkohl, was ich aus dem Garten angekocht. 21 steht auch wunderbar gut. Das sind von dieses Jahr Bohnen in Tomatensoße. Das ist wirklich so ein leckeres Gericht. Kartoffel kochen, Nudel kochen, Reis kochen, das drauf, fertig. Besonders für die Arbeitstätige, wenn die nach Hause kommen und haben keine Zeit, so lange Gerichte machen. Das ist wirklich perfekt. Oder wenn die Kinder von der Schule kommen, können die selber das aufmachen. Hier habe ich wieder noch Salat, Zucchini, Gurken und so weiter, die Bohnen. Viele sagen, mit Bohnen können die nicht zurecht mit anlegen. Steht wunderbar, habe ich wunderschöne und gute Rezept. Funktioniert immer. Dann sowas wie Mix Pixel. Und den mache ich auch mit dem Öl. Und schaut, ist schön. Das ist sogar von letztes Jahr noch ein Gläschen hier. Steht Zucchini-Salat, das ist von dieses Ja, und dann waren auch viele Tomaten dieses Jahr, habe ich auch angelegt. Senf, Zucchini. Zucchini dieses Jahr haben wir so viel. Da könnte man sehr viele Sachen machen. Und dann natürlich Apfelmus. Und hier habe ich dann die ganzen so süßen Sachen. Marmelade, Gelee. Ja, das ist der Gelee von Apfelgelee. Und mehrere Zuschauer geschrieben, dass es nicht geklappt. Und jetzt habe ich wirklich selber erfahren, dass nicht jede Sorte von den Apfeln hat so viel Pektin, das zu gelieren. Da hatte ich wirklich Glück, immer wenn ich das Gelee gemacht ohne Geleezucker, hat es doch geklappt. Apfel esse ich noch von letztes Jahr und neuer steht noch oben. Ja, Radieschen habe ich noch hier angelegt. Bohnen, das ist auch ein perfektes Essen, gleich fertig schon. Ja, dann unsere Kartoffeln. Für Kartoffeln haben wir nicht viel Platz, das ist zu pflanzen. Aber ein bisschen haben wir trotzdem noch da. Kürbisse, dieses Jahr, Hakuide-Kürbisse hatte ich nicht viel. Und teilweise waren die sogar sehr klein. Aber naja, reicht das auch. Und wenn mal so Angebote kommen. Und jetzt hatten wir auch ein sehr gutes Angebot. 2 Beutel von den Kartoffeln, 2,5 Kilo. Plus noch ein Beutel von den Zwiebeln haben wir gleich es uns geschnappt und weil wir können hier gut aufheben, dann reicht uns für den Winter, haben wir hier noch eine Sorte von Kartoffeln. Die Äpfel von dem Herbstmarkt, wo wir waren, da mit Steffi kennenlernen, haben wir auch geholt, Bio-Äpfel. Hier weiter habe ich auch noch ein Regal, so ein Ikea-Regal, wo stehen natürlich ein paar Spirituose und zum Beispiel grüne Tomaten, schaut, steht alles gut. Unsere Möhren von letztes Jahr auch noch habe ich, weil letztes Jahr hatte ich sehr viele Möhren und da habe ich sehr viel angekocht und nicht alle verbraucht, weil waren auch noch viel angefrorene. Dann von dieser Seite habe ich auch noch wieder Tomaten. Das sind die nun gekaufte Marmelade und Konfitüre von Karlsdorf und so, wenn mal dir was so gefallen und war ein Angebot. Hier nochmal Tomaten, noch ein Gläschen von 21, das sind die Paprika mit Kohl gefüllt. Der muss auch langsam
aufmachen und ich habe hier auch noch Kartoffeln. Schaut, steht auch wunderbar. Und dann habe ich noch viel Kompott mit Pflaume. Das ist jetzt eine Pflaume im eigenen Saft. Schaut, sehr gut. Es ist nicht von dieses Jahr. Dann Aprikosen. Dann habe ich sowas für Dessert auch dieses Jahr angekocht. Also Kirschkompott. Und zum Trinken in so eine Flasche. So mit ein paar Äpfelchen und Birnen. Zum Trinken gleich. Und als letztes möchte ich euch noch zeigen. So ein großes Glas mit Gemüse. Schaut. Das haben wir letztes Jahr, ich glaube im September, fermentiert. Und nach der Fermentation habe ich dann Deckel richtig zugemacht. Aber dazwischen habe ich noch diese Folie drauf gemacht, dass es nicht so ganz dicht ist. Und wenn mal so Gase noch kommt nach Fermentieren, dass die rauskommen können. Aber es funktioniert wunderbar. Schaut, den Süd ist total klar. Und dieses Jahr, die Woche, werden wir das aufmachen, weil dann habe ich Besuch. Dann lohnt es, wenn mal mehrere Menschen an den Tisch sowas aufzumachen. Und hier im Keller steht das wirklich super. Und noch ein Glas habe ich mit den Kohlblätter für die Kohlrouladen. Schaut ihr, auch steht sehr gut. Hier den Deckel alles zu und ein Jahr einwandfrei. So, liebe Freunde, und für ein paar so eine frische Sachen habe ich auch noch ein bisschen hier im Eimer Sand und dann habe ich mir gleich aufgeschrieben, wo, in welche Ecke habe ich was angegraben. Hier haben wir von dieser Seite ein paar Möhrchen und auf die andere Seite habe ich ein paar rote Beete, habe ich mir da angegraben, sozusagen, dass ich auch was Frisches habe und nicht immer nur eingekochte oder angelegte oder eingefrorene. So, liebe Freunde, das war's das schon und ich hoffe, es wird euch mein Video gefallen. Zuschauer, fragen nochmal, zeig mal dein Keller, was du schon alles angekocht hast. Und das sind hier meine Schätze. Ja, hier habe ich noch ein schönes Barbecue. Rhabarber-Ketchup ist so lecker. Ich kann euch nur empfehlen, nächstes Jahr das nachzukochen. Wirklich sehr lecker. Nicht schlechter als die ganze gekaufte, aber da wissen wir, dass da keine Chemie, keine Geschmackverstärker, nichts da außer unsere gute Obst oder Gemüse. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!